Schockmoment vor laufenden Kameras. Ex-Fußballprofi und ESPN-Experte Shaka Hislop ist am Sonntag am Rande des Testspiels zwischen Real Madrid und dem AC Mailand zusammengebrochen. Vor dem Spiel im Rose Bowl Stadium im kalifornischen Pasadena unterhält sich Hislop zunächst noch locker mit Kommentator Dan Thomas, dann der Schock für Millionen Zuschauer vor den TV-Geräten. Hislop beginnt zu taumeln, sackt nach vorne Richtung Thomas, knallt ohnmächtig auf den Boden. Der Sender schaltete schnell in die Werbung, wenig später die leichte Entwarnung, Hislop sei laut ESPN bei Bewusstsein, noch auf dem Platz wurde er von Ersthelfern und Sanitätern versorgt. Auch aktuell geht es Hislop gut, die Ursache für seinen Zusammenbruch muss nun untersucht werden.